Hallo und schönen guten Tag. Mein Name ist Jens Dede und ich wurde in letzter Zeit häufiger gefragt, wie ich bzw. ob ich eine Audiospur analysieren kann. Hier geht es jetzt konkret um ein Ultraschallmikrofon von Peterson und ich möchte hier einmal zeigen, wie ich dieses in der Open Source Firmware Audacity einrichte und verwende. Ich bin ja immer auf der Internetseite der Software. Man sieht, sie ist für Windows, Mac und für Linux verfügbar. Ich arbeite hier auf einem Linux-System, habe sie schon mal eingerichtet und installiert. Und der Trick, um jetzt halt nicht über das eingebaute Mikrofon, sondern über das per USB angeschlossene Peterson-Mikrofon Daten aufzunehmen und analysieren, ist relativ einfach. Unter Aufnahmegerät kann ich das Gerät hier auswählen, in diesem Fall das U256. Und wichtig hier die Audioeinstellung, wo ich auf der einen Seite die Abtastrate fürs Projekt und auch die Standardabtastrate auf die 256.000 einstelle. Diesen Wert findet man im Datenblatt dieses Peterson-Gerätes. Weiterhin muss die Standardabtastrate von 16 Bit eingetragen werden. Okay, jetzt wollen wir das ganze Setup einfach mal testen. Dies mache ich mit einem normalen Sinussignal in der Höhe von 1000 Hertz, welches ich über mein Handy abspiele. Dafür starte ich jetzt hier die Aufnahme und erzeuge den Ton. Und hier kann ich jetzt sehen, dass das Signal verhältnismäßig schwach ist. Das hängt damit zusammen, dass dieses Mikrofon halt auf den Ultraschallbereich ausgelegt ist. Ich markiere mir jetzt einen Teil meiner Aufnahme, gehe auf Analyse und auf Spektrum zeichnen und ich sehe, dass ich jetzt hier bei 1036 Hertz ein Signal habe, also meine Frequenz bzw. mein Testsignal wurde entsprechend aufgezeichnet. Ich kann die Auflösung theoretisch noch erweitern, dann werden die Ergebnisse etwas genauer und ich sehe dann halt noch etwas genauer die erzeugte Frequenz. Jetzt wollen wir das Ganze mal mit Ultraschall testen. Dafür schließe ich diese Tonspur und starte mit einer neuen Tonspur und aktiviere jetzt den Ultraschallsignalgeber. Ich sehe jetzt hier oben einmal in diesem Bereich, dass ich beim Aufnahmepegel sehr hoch in den roten Bereich gehe. Das bedeutet, mein Mikrofoneingang ist hier in diesem Fall überlastet und ich kann über das Signal hier schon mal keine qualitative Auskunft geben, also über die Signalstärke. Ich kann aber sehr wohl mir das Spektrum von diesem Bereich anzeigen lassen. Das heißt, ich gehe wieder auf Analyse, habe vorher meinen Bereich markiert und gehe auf Spektrum zeichnen. Und hier sehe ich jetzt, dass ich bei den erwarteten 22 Kilohertz mit 22,047 Kilohertz, was hier jeweils angezeigt wird, meinen Peak habe. Weiterhin ist es ganz interessant zu sehen, dass ich hier auch die harmonischen sehe. Das heißt, bei 44 Kilohertz, entsprechend bei 66 Kilohertz ungefähr und so weiter und so fort. Das heißt, die angegebene Frequenz aus dem Datenblatt dieser Ultraschallkanone scheint zu stimmen. Weiterhin sehen wir jetzt hier auch, dass Impulse gesendet werden. Und wenn ich hier oben mir die Zeitskala angucke, sehe ich, dass die Impulse, wie im Datenblatt angegeben, ungefähr alle 5 Sekunden abgegeben werden. Ich kann mir jetzt auch diesen ruhigen Bereich anschauen, gehe wieder auf Analyse, Spektrum zeichnen und sehe, dass im Ultraschallbereich keine nennenswerten Signale zu sehen sind. Nochmal auf das Clipping bzw. auf das Übersteuern zurück. Wenn ich mir hier diesen Impuls nochmal anschaue und mir das Spektrum ansehe, sind wir oben bei 0,6 dB, also wirklich in einem sehr hohen und sehr lauten Bereich. Ich habe vorhin einmal ein Experiment durchgeführt, indem ich den Abstand entsprechend erweitert habe. Das bedeutet, ich habe bis auf 6 Meter die Ultraschallquelle von diesem Mikrofon entfernt aufgestellt und bin immer noch in dem gleichen Bereich gewesen, das heißt immer noch bei 0,6 dB, was halt ein klares Zeichen davon ist, dass diese Ultraschallkanone ein sehr, sehr lautes Signal von sich gibt und umgekehrt, dass Peterson-Mikrofon sehr empfindlich ist und die interne Technik hier an ihre Grenze stößt.
Und hier bei einer solch starken Signalquelle über die tatsächliche Leistung keine qualitative Aussage getroffen werden kann. So, ich hoffe, dass dieser kurze Einblick ein wenig geholfen hat. Ähnliches funktioniert natürlich auch über das normale hörbare Audiospektrum. Dafür verwendet man dann im Idealfall ein extern angeschlossenes Mikrofon, funktioniert aber genauso gut auch über die eingebauten Mikrofone, die viele Laptops entsprechend eingebaut haben.